Er hat gesagt, es ist egal, was ich nehme, und ich finde, das passt ziemlich gut zu dem, was er sagt. Ja, sieht aus auch. Ja. Hallo Zürich! Geht's euch gut? Ja! Okay, nochmals. Mein Name, wir probieren jetzt mal was. Mein Name ist Marc. Hallo Querdenker! Ja, ihr seid die Geilsten. Ich freue mich, hier zu sein, und ich möchte euch heute in meinem Casual Business Outfit ein wenig etwas von Nerdivität, Business Building, Online Marketing Bullshit und Selling erzählen. Wie bereits Karin schon erwähnt hat, ich lebe nicht nach einer Norm. Ich rede, was ich zu sagen habe, es passt dir oder nicht, die Tür ist da. In 45 Minuten bin ich fertig. Und ich, wer hier hat ein Unternehmen? Wer hat selber ein Unternehmen gebaut? Ich meine nicht 4 Jahre studiert und irgendwo in einem CEO-Sessel gesessen, sondern gebaut. Würden die, die jetzt die Hand hochhalten, sagen, dass Gewinn erzielt durch Verkauf wichtig ist? Es soll Menschen geben, die sagen, Sales ist nicht alles. Eine Sales Conversion wird oft unter den Tisch gekehrt mit Marketing, Menschen, die irgendwelche Ausbildungen haben, telefonieren. Ich habe in meinem Leben ziemlich alles falsch gemacht in 15 Jahren, so ziemlich 70% im Bereich Business Building, Global Business Companies aufgebaut, komplett am falschen Weg vorbei. Ich habe Folgendes gelernt, und zwar von den geilsten, coolsten Freaks Global, die ich sehr zu schätzen weiß. Das ist einmal, für die, die ihn kennen, werden sagen, ja, geiler Typ, Mike Diller ist der Business Building Master. Ich habe meine Marketing Skills von Frank Kern gelernt, habe mit ihm Lounges gebaut, war mitbeteiligt. Vielleicht, dass ihr so wisst, in welchem Zeitraum, das war 10 Jahre, 15 Jahre. Wenn dieser Mensch ein Produkt launcht, wir reden hier von einem digitalen Produkt, nichts Physisches, nothing. Ein Kurs, wie Calvin gesagt hat, mit einem, na gut, der hat nicht in der bessere Kamera, aber mit Smartphone, Videokurse, 9 Stunden, 12 Millionen US-Dollar Gewinn. Das muss man sich mal so ein bisschen überlegen. Das Produkt, falls ihr mir das nicht glaubt, heißt Mass Control. Gibt es heute leider nicht mehr. Und das sind so Dinge, einfach um zu sagen, was so im Digital Business möglich ist. Mein Problem war, ich hatte als erstes gelernt, wie man ein Unternehmen aufbaut. Biggest fail ever. Größter Fehler, den ich je gemacht habe. Ich hatte eine Company, hatte natürlich das geilste Produkt. Es war digital, es war für jeden etwas, wie jedes Produkt natürlich, und es war verdammt teuer, weil der Revenue sollte ja gewährleistet sein. Das Problem war, es wollte es niemand haben. Was denkt man sich da als Unternehmer? Marketing muss her. Es kann nur am Marketing. 12 Monate sind vergangen. Neue Company, neues geilstes Produkt. Bisschen günstiger, weil vielleicht war es einfach zu teuer. Reichweite, Zielgruppe erweitert. Marketing rausgeballert ohne Ende. Nix. Nothing. Kein Break-Even. Geschweige denn Gewinn. Konkurs Teil 2. Was lief schief? Das geilste Produkt. Die beste Companies. Die geilsten ausgebildeten Leute. Nur etwas fehlt. Verkaufen. Wie sollte ich Gewinn erzielen mit Verkauf, wenn ich es nie gelernt habe? Never, ever in my whole life. Diese Erkenntnis dauerte fast eine halbe Dekade. Bis ich gemerkt habe, ich habe alles verkehrt gemacht. Hätte ich doch zu Beginn gelernt zu verkaufen, dann hätte sich das Marketing automatisch ergeben und eine Company kann ich dann, wenn ich möchte, growen, raisen, bilden, mit dem erwirtschaften Kapital von meinem Verkauf. Soweit macht das Sinn. Ein
Ja, Marc, wäre fantastisch. Macht das soweit Sinn? Nicht solche Scheiße. Okay. Was ist aber das Problem von den meisten Menschen? Ich kriege jeden, ja, ich sage jetzt mittlerweile alle zwei Wochen irgendwelche, wie man das schon mal gesagt hat, Businesspläne. Unglaublich schöne Zahlen, 80 Seiten, ich lese nicht ab. Wenn man tatsächlich den Mut hat, mich entgegenzutreten, also nicht, weil ich jemanden beiße oder so, sondern es gibt wirklich Menschen, die trauen sich nicht, was weiß ich. Aber wenn man mich fragt, Marc, ich brauche Kapital, ich habe die geilste Idee, weil man kann ja nicht sagen, ich habe eine scheiß Idee, und das braucht die Welt, man kann ja auch nicht sagen, das brauchen nur zwei, drei, wer investiert dann? Meine erste und einzige Frage seit Jahren ist einzig und allein, zeig mir deine Sales Crew. Und ich will keine Sales Crew sehen, die mir die Blume unter die Nase reden. Ich glaube nicht, dass es auch nur 5% Sinn macht, Menschen so jetzt hier im Bereich Sales auch nur annähernd auszubilden. Ich glaube nicht daran. Jemand, der an ein Verkaufsseminar geht, ich sage jetzt als Neuling, es kann sein, dass es, wenn man schon etwas hat, dann passt das. Wenn man als Neuling an ein Seminar geht, vergesst es. Ihr müsst Bilder im Kopf des Kunden. Das ist Marketing, das hat nicht mit Sales. Es ist Schwachsinn. Es gibt eine einzige Möglichkeit, das haben wir mit der Firma Salesworks getan. Wir sind die Boulevard wahrscheinlich, nebst Grant Cardone, welcher mich ausgebildet hat als Verkäufer, die härteste Ausbildung im Sales, die es überhaupt gegeben hat, die, wenn du mit mir zusammenarbeitest als Sales, wir haben zwei, drei Publikum, die durften schon mal mit mir so ein Sales Battle machen. Da gibt es kein Aber und Wieso sollte ich, kann ich, soll ich anrufen? Nein, das ist nicht. Was soll ich sagen? Du hast hier ein Telefon, 50 Adressen, die sind alle interessiert, warten alle auf den Rückruf, jetzt go. Du hast zwei Stunden Zeit für 50 Anrufe. Go for time, go for sale. Kannst du es nicht, da ist die Tür. Etwas anderes existiert nicht. Das ist Sales. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Perfect Sales People. Ein Fixlohn ist das roteste Tuch, das du einem Verkäufer sagen kannst. Commission-based. Ich will selber für mich arbeiten. Ich arbeite für diese Company, ich arbeite für dieses Produkt, ich verkaufe diese Lösung, weil ich es geil finde, Menschen damit zu helfen. Punkt. Das ist der Ding. Ich kenne Menschen, die fahren pro Tag 200, 300, 400 Kilometer, haben 4 Meetings, wo sie eingeladen wurden, wo sie hingehen mit Firmenpräsentationen, über die sie sagen, unsere Firma gibt es seit 1912, wir haben 824 Mitarbeiter. What? Sorry, what? Ich habe dich eingeladen, weil ich ein Problem habe und deine Company interessiert mich nicht. Und wenn man hingeht und am Abend sagt, ich habe ein gutes Gefühl, das nächste Mal, noch 2, 3 Meetings. What? Du hast nichts getan. Ja? Und jetzt, bitte, werde ich das erste Mal den einen oder anderen auf die Füße treten. Sales hat null zu tun mit einem Menschen im ersten Moment. Zero. Der Mensch ist uninteressant, den Namen interessiert niemand, das Alter nicht, die Herkunft nicht, nothing. Hast du eine Lösung für mein Problem jetzt? Ihr glaubt mir nicht. Was ist, wenn deine Waschmaschine kaputt ist? Dein Geschirrspüler? Jetzt! 5 Kinder, 3 Tiere, 2 Frauen und einmal. Egal. Unglaublich viel! Teller, irgendwas zum Abwaschen. Was tust du? Wer hat eine Idee? Ich höre mir eine Präsentation an von einem Verkäufer. Ja. Der Mann ist YouTube-Star, dass er nicht gesagt hat, er schaut sich ein Tutorial an, macht es selber, ist eines. Aber was ich eigentlich meine ist, was? Genau, Sanitär. Man ruft mal einen Sanitär und da läuft das so ab. So, mein Geschirrspüler ist kaputt. Was
macht nichts, den können wir reparieren. Wann sind Sie hier? In 2 Stunden. Dann. Was passiert dann? Es klingelt an der Tür. Man macht die Tür auf, sagt, scheint ein Sanitär zu sein. Ich gehe davon aus, der regelt das. Wo hat man einmal nach dem Namen gefragt? Hast du die Qualifikation wieder gemacht? Ja. Nein! Du willst eine Lösung für das vorhandene Problem, und zwar jetzt. Preis stimmt. Ist es das dir wert, dass du jetzt heute nicht abwaschen musst von Hand? Wenn ja, absolut. Ob dieser Mensch 50, 40, 30 von Asien, ist egal. Und das ist Business Thinking. Und es ist, was macht man? Man ruft an und sagt, gegebenenfalls habe ich ein Problem, komm doch mal vorbei und präsentiere mal eine Lösung zu einem gegebenenfalls auftretenden Problem in 5 Jahren. Time-wasting activities. Don't do it. Ihr helft niemandem dabei. Niemandem. Und gleich noch ans rechte Schienbein. Kein Mensch im Business vertraut einem Menschen. Das ist die dümmste Entscheidung, die du tun kannst. Speziell als Startup. Speziell, wenn es um Freunde geht. Ihr glaubt mir nicht? Ein Beispiel. Und ich sage euch, in was man vertraut. Niemals in den Menschen, schon gar nicht zu Beginn. Ich mache da 2 Beispiele, könnt ihr euch mal überlegen. Ne? 2 Beispiele. Erstens, möchtest du am Tisch sitzen, eine fantastische Idee haben? Wer kennt das bei Lügen? Wer hat schon fantastische Ideen oder mitgehört? Ja. Je mehr wir, je fantastische Ideen, wie soll auch sein? Und man vertraut diesem Menschen. Man vertraut ihm. Ja, du bist ein cooler Typ. Ja, wir kennen uns 10 Jahre. Ja, wir machen das. 7 Tage später. Jetzt geht's dann los. Bald treffen wir uns wieder und reden über diese Idee. Ein halbes Jahr später hätten wir das doch. Was ist der springende Punkt? Diese Menschen sind cool, ja, ist dein Freund, ja, ist perfekt, aber keiner hat die Fähigkeit, das zu tun. Man vertraut in einem Business nicht in einem Menschen, man vertraut in die Fähigkeit, dass dieser Mensch das Ding auf die Beine stellen kann. Get the shit done. Und das ist nicht möglich, indem du ein cooler Typ bist. Schon auch, wie ich es mache. Es ist nicht möglich, wenn die Fähigkeit nicht vorhanden ist, irgendetwas zu erbauen. Und die Fähigkeit, etwas zu erbauen, ist per se kein Zettel an der Wand, sondern es ist die Energie, die Zeit, die man investiert hat, um etwas zu bauen. Und natürlich beginnt jeder irgendwann mal bei Null. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, man muss sich diese Fähigkeiten aneignen. Ich habe mein Leben sehr viel an die Wand gefahren. Ehrlich gesagt, 70% meiner unternehmlichen Tätigkeit vermutlich Dreck gefressen. Genau aus diesem Grund. Vertraut in falsche Menschen, vertraut in Menschen nicht in Fähigkeiten und zero sales skills. Ich möchte hier jedem Startup oder jedem Menschen, der sein Business erhöhen will, folgende Rechnung mitgeben, welche ich zu 1000, ja, da haben wir 25 Mal sicher gewinnen. Und dann gehen wir ein bisschen zu Online-Stuff. Erstens, wird viel zu viel in uneffizientes Marketing investiert.